Da sind wir, die 20. Ausgabe der Hans-Jessen-Show. Die erste allerdings, die erst um 20 Uhr beginnt. Also wir haben uns gedacht, 2020, nein, Quatsch. Es liegt daran, dass wir Wert drauf gelegt haben, dass wir heute einen Gast haben, der aber eben erst um 20 Uhr hier sein könnte, Karl Lauterbach. Hallo Karl. Hallo. Der Grund dafür, dass du nicht 19 Uhr schon hier sein konntest, sondern erst 20 Uhr, es ist Sitzungswoche des Bundestages, du bist Bundestagsabgeordneter. Und deine Partei, also deine Fraktion, SPD, hatte Fraktionssitzung, richtig? Das stimmt. Wie war es denn so? Also gut, alles gut. Also lange Sitzung, das ist jetzt mehr oder weniger, also die vorletzte Sitzungswoche, da kommt einiges zusammen. Olaf Scholz hat also seine Programmatik nochmal für uns alle dargestellt, dann sind wir durch das Plenum gegangen. War also von der Stimmung her alles okay, aber wirklich also umfänglich. Aber wie kann die Stimmung okay sein, zwei Tage nach diesem Wahldesaster für die SPD in Sachsen-Anhalt? Naja, das ist halt eine Wahl gewesen, eine wichtige Wahl, aber nicht die entscheidende Wahl. Die Bundestagswahl ist noch einmal eine andere Kategorie, da spielen andere Themen eine Rolle, da treten andere Leute an und von daher, also denke ich einmal, ist die Stimmung okay. Sie ist nicht euphorisch, das wäre gelogen. Also wenn man jetzt sagen würde, Top-Stimmung, das stimmt nicht, ist nicht so. Aber es ist eine realistische Stimmung und also eine Stimmung, die geprägt ist, also durch also die Tatsache, da ist noch sehr viel Bewegung. 30% der Wähler also haben noch gar keine Ahnung, wen sie überhaupt wählen wollen. Mhm. Und viele Unentschiedene können für die SPD noch gewonnen werden. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass die SPD bei einer Landtagswahl einstellig geworden ist. 8%, ne? 8% sind 8%, ja. Ja, da ist man nah an der 5%-Hürde von oben. Ja, es ist halt eine besonders also, üble Wahl gewesen für uns. Also es gibt eine Reihe von Problemen, die wir gehabt haben. Ich sag mal, also das mag jetzt überraschend klingen, aber trotzdem, ich bin froh, dass die CDU so klar vor der AfD lag. Und da wir also mit dem also Wahlergebnis an der Spitze leider nichts zu tun hatten, dafür waren wir zu weit abgeschlagen, haben sich wahrscheinlich auch viele unserer Wähler entschieden, die CDU zu wählen, um zu verhindern, dass die AfD vorne liegt. Somit also glaube ich, dass die CDU hier auch Leihstimmen von der SPD gehabt hat. Aber wie gesagt, wie man es dreht und wendet, also das war eine Wahl. Die gute Nachricht ist, die AfD war deutlich hinter der Union. Also das ist ein klares Wahlergebnis gewesen. Darüber muss man sich als Demokrat auch freuen können, selbst dann, wenn die eigene also Partei nicht gut abgeschnitten hat. Bist du jetzt dafür, dass in Sachsen-Anhalt man versuchen soll, diese Einstimmenmehrheit, große Koalition, nenne ich das ja, obwohl es keine ist, aber eine Einstimmenmehrheit gäbe es für Schwarz-Rot. Soll man das probieren? Würdest du das deinen Genossen und Genossinnen empfehlen? Ich gebe hier niemandem Ratschläge. Das, also es wäre vermessen, also habe das Wahlergebnis ja eben schon also eingeordnet und glaube, dass es nicht angemessen wäre, wenn ich hier von außen Ratschläge geben würde, wie zu regieren ist. Aber nochmal zurück zur Fraktionssitzung. Es ist mindestens so, dass das, was man sich auch erhofft hatte bestimmt bei euch, dass man irgendwie aus dem Loch rauskommt. Ihr habt einen Kandidaten, ihr habt ein Parteiprogramm und trotzdem sackt ihr immer weiter ab. Wie kann man da dann sagen, aber im Herbst bei der Bundestagswahl wird alles ganz anders? Es war jetzt wirklich nur eine Wahl in dem Sinne. Ich würde es nicht überhöhen. Ich würde es einfach schlicht und ergreifend nicht überhöhen. Also die Idee jetzt zu also sagen, Sachsen-Anhalt, das ist also entscheidend, das ist schon das Stimmungsbarometer für die Bundestagswahl. Mhm. Also an der Wahl in Sachsen-Anhalt also kann man sehen, wie die Stimmung im Bund ist. Das ist abwegig. So weit würde ich wirklich nicht gehen. So weit muss man nicht gehen, aber es ist doch zumindest so, es haben ja auch manche gehofft und gesagt, naja, wenn jetzt Haseloff und die CDU nicht ganz so toll abschneiden würden, dann wäre das auch so eine Art Dämpfer für Laschet als Spitzenkandidaten. Jetzt wird umgekehrt natürlich gesagt, naja, das, was jetzt da passiert ist, ist eben
nicht nur der Sachsen-Anhalt-Faktor, ist nicht nur Haseloff, sondern das ist auch Rückenwind für Laschet. Fairerweise muss man sagen, also dass also Laschet sich hier freuen kann. Ich glaube, dass die Wahl nicht viel mit Laschet zu tun gehabt hat. Aber so, da muss man gönnen können. Also das ist jetzt so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Die gute Nachricht ist schlicht und ergreifend, die AfD war schwächer als erwartet. Mhm. Und also die Union lag, Gott sei Dank, sehr stark vor der also AfD. Mhm. Das ist schon mal etwas wert, ne? Das ist gar keine Frage. Das ist also hier ein Wert an sich. Ich hätte mir gewünscht, dass wir deutlich stärker gewesen wären. Mhm. Das ist eben nicht so gekommen. So, jetzt habe ich vorhin Unsinn erzählt. Ich habe mir gedacht, das ist das erste Mal einstellig, war falsch. Nee, stimmt nicht. Es ist das dritte Mal. Dreimal ist Bremer recht, auch im Irrtum. Also 2018 in Bayern hatte die SPD 9,7% und in Sachsen 2019 7,7%. Der alte Herr Jessen hat sich geirrt. Bitte um Vergebung. Was heißt das denn für dich? Du bist Direktkandidat. Wenn du wieder in den Bundestag einziehen willst, was du ja willst, musst du dein Mandat direkt holen, weil Platz 23 der Landesliste wird nicht reichen. Stimmt, ich muss direkt gewinnen. Ich habe auch in der Vergangenheit immer direkt gewonnen und hoffe auch diesmal wieder direkt zu gewinnen, werde alles dafür tun, was ich kann. Du hast eine Gegenkandidatin diesmal von der CDU. Das ist eine Person, die ist anders als deine früheren Gegenkandidaten. Das ist Serap Güler, ist Staatssekretärin, glaube ich, kommt aus dem Laschet-Lager, ist für Integration zuständig. Also ist auch eine Figur, eine Person, die in anderer Weise auch politisch präsent ist. Wird das schwieriger für dich? Das weiß ich nicht. Also ich muss einfach meine Themen wieder setzen. Ich muss meinen Wahlkampf leisten. Ich halte mich nicht so stark damit auf, also gegen wen ich also antreten muss. Also ich werde versuchen, die Bürger wieder zu erreichen mit den Themen, die mir besonders wichtig sind, soziale Themen, Gesundheitsthemen, aber auch Themen des also Umweltschutzes, des Klimaschutzes, Verkehrspolitik, die Themen, wo ich weiß, dass die Bürger also da meine Arbeit mittlerweile auch kennen. Und also ich denke, dass diejenigen, die mich in der Vergangenheit gewählt haben, jetzt keinen Grund haben, mich nicht mehr zu wählen. Gehört eigentlich Corona zu den Faktoren? Das war das große Thema des vergangenen Jahres. Und du warst, glaube ich, der SPD-Bundestagsabgeordnete, der die meiste mediale Präsenz hatte, mehr als jeder andere. Hat er das bisher genutzt oder nicht? Wobei? In der öffentlichen Wahrnehmung, du polarisierst ja auch, nicht? Für manchen bist du die Cassandra, sozusagen der Corona-Karl. Und für andere bist du sozusagen der einzige Lichtblick, der in der politischen Klasse Wissenschaft und Politik miteinander verbindet. Wie nimmst du diese Polarisierung und die Reaktion wahr? Also ich polarisiere schon, aber ich glaube, die Polarisierung sieht wie folgt aus. Also eine große Bevölkerungsgruppe findet meine Arbeit im Großen und Ganzen richtig. Die sind nicht mit jedem Punkt einverstanden, den ich vortrage. Aber ich finde es gut, dass ich mich engagiere und also würdigen dieses Engagement und diese Arbeit. Dann gibt es eine kleine Gruppe, die stoße ich stark ab. Das sind sehr häufig also Leugner von Corona, die also glauben, dass diese vorsichtige Corona-Politik, die wir in Deutschland gemacht haben, dass die also falsch gewesen ist oder dass sie nicht nötig gewesen wäre. Und die hätten sich eine ganz andere Politik gewünscht. Aber ich glaube, also die Polarisierung ist also nicht, also die Hälfte unterstützen einen und die andere Hälfte ist dagegen, sondern ich glaube, es ist eine kleine Gruppe, die also die Position vertritt, das war alles nicht nötig, da wäre also das Gleiche rausgekommen, wenn man diese Regeln nicht gemacht hätte, wenn die Lockdowns nicht so ausgeprägt gewesen wären, hätten wir das gleiche Ergebnis gehabt. Das ist aber eine Position, die ich falsch finde. So, jetzt noch eine Korrektur. Auch in Thüringen war die SPD schon mal einstellig, 8,2% 2019. Ja, ich bitte um Entschuldigung, dass der alte Westler hat sozusagen immer noch diese Westergebnisse im Blick. Ja, du hast nichts Falsches gesagt, ich war das. Es sind ja meine Themen. Da wird schon mal im Chat gefragt, Platz 23 der Landesliste nur, warum denn? Hast du was falsch gemacht?
Nein, habe ich nicht, aber das zu beantworten, ist das Privileg derjenigen, die die Liste gemacht haben. Also dazu muss ich... Du hättest nichts dagegen gehabt, ein bisschen weiter vorne zu gehen. Ja, und ich hätte mich gefreut, wenn ich weiter vorne gewesen wäre. Aber ich sag's mal so, also die Leute, die die Liste gemacht haben, die federführend für die Liste gewesen sind, sind in der Regel auch etwas besser abgesichert. Und somit ist das nicht das System, wo man sagen kann, wie John Rawls es zum Beispiel gesagt hat, dass derjenige, der den Kuchen verteilt, das letzte Stück nimmt, sondern es war hier anders. Mhm. Wärst du vor diesem Hintergrund eigentlich für eine Reform des Wahlrechts, dass man sozusagen kumulieren und panaschieren kann? Das heißt, dass man mit seiner Stimme auch bestimmt als Wähler, wo jemand dann am Ende auf der Liste landet? Wäre das besser? Ich glaube, also was besser wäre, wenn wir die Art und Weise, wie wir Wahlkreise verteilen und wie wir Listen machen, wenn wir das so verändern würden, dass zum einen also Geschlechterneutralität da wäre, dass also wir quasi also heißt das Reißverschluss? Reißverschluss, oder was meinst du das? Ja. Genau, Reißverschluss. Mhm. Und dass es aber auch zu berücksichtigen wäre bei den Wahlkreisen, die eine besonders gute Perspektive haben, dass man dort direkt gewinnt. Das hielte ich für richtig. Und ich fände es auch also sehr wichtig, dass wir in die Parteien mehr Diversität reinbringen. Mhm. Dass also Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen also auf die Listen kämen. Somit also es wären einige Punkte also die sich verändern müssen, aber was ich nicht so also bereit bin zu sagen, also das System ist nicht ungerecht, nur weil ich schlecht abgeschnitten habe in dem System. Ich kenne das System, also ich muss mit diesem System klarkommen und werde auch also diesen Wahlkreis, so glaube ich, wenigstens wieder direkt gewinnen. Wichtig wäre also richtig gute Diversität also in den also Parteien, in allen Parteien, und es müsste so sein, dass tatsächlich Leistung auch eine stärkere Rolle spielt. Also gut wäre tatsächlich, wenn die Listen gemacht würden, nicht von Gremien, die quasi sich selbst an die Liste bringen können, sondern von Unabhängigen, also von unabhängigen Gruppen. Wer sollte das sein? Ich meine, die Liste wird von der soll weiterhin von der Partei, in dem Fall soll von der SPD aufgestellt werden. Es wäre zum Beispiel denkbar, dass die Parteibasis solche Listen macht. Also wenn man quasi die Basis darüber abstimmen ließe, also wer kommt, also auf welchen Platz auf der Liste. Das wäre nicht das Dümmste. Also so etwas könnte ich mir vorstellen. Dann hätten also kleine Netzwerke und so hätten weniger eine Bedeutung, wenn es quasi eine also paritätische Liste gäbe, wo es also ganz unterschiedliche Leute gibt, die für die Liste kandidieren. Also so eine Art Listenurwahl. Ja, so eine Art Listenurwahl, das wäre schon mal nicht schlecht. Setz doch mal einen Vorschlag. Ja, gut, ist mindestens in der Welt. Setz mal bitte den Kopfhörer auf. Pass auf, dass der nicht das Wasserglas darunter hat. Nee. Thilo, wir haben Anruferinnen, Anrufer, da ist das so, richtig? Ja. Hallo, richtig. Wer ist da? Ja, hallo. Hier ist die Alexandra. Hallo Hans. Hallo Alexandra. Und ich hoffe, ich darf auch Hallo Karl sagen. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander vom Jahrgang. Ich bin 62, ich glaube, du bist 61. Ist das okay, wenn ich du sag? Ich bin Jahrgang 63. Ah, und ich bin 62. Wir sind trotzdem per du. Okay, super. Ja, ich habe folgendes Problem. Und zwar, durch Corona habe ich so ein bisschen mehr von dir mitgekriegt, also von dir persönlich auch, habe mich da sehr interessiert, weil ich finde dich einen total ehrlichen Menschen. Also so, was man in der Politik halt so mitkriegt, ist oft ein Problem, dass man, ein Vertrauensproblem hat. Und das habe ich bei dir dann überhaupt nicht mehr gesehen. Bin eigentlich ursprünglich, also Ur-SPD-Wähler von Haus aus, sage ich mal so, und habe aber diesen Pfad verlassen, wie so viele. Also bin ich dann natürlich grüner geworden und habe da aber jetzt auch meine Heimat so ein bisschen verloren, muss ich ganz ehrlich sagen, durch unterschiedliche Dinge und schwimme jetzt so ein bisschen. Und das ist im Grunde so mein Problem. Was würdest du oder was könntest du anbieten, damit ich wieder die SPD wähle und nicht
zum Beispiel wieder zur Grünen oder wo ich dann am Schluss auch gelandet bin bei der Linken. Ja, also mein Herz schlägt einfach links. Und ich glaube da eins auch so ein bisschen. Und aber warum soll ich dann die SPD wählen und nicht gleich die Linken? Sag's mir. Ja, vielen Dank erstmal für diese Gelegenheit. Also ich will hier keine platte, primitive Wahlwerbung machen. Das legt mir fern. Ich sag mal, weshalb ich Sozialdemokrat bin. Ich bin auch sehr, sehr, sehr stark ökologisch orientiert. Ich glaube, dass wir tatsächlich also bei der Bewältigung des Klimawandels überhaupt nicht das Tempo also, aufgelegt haben, in Europa, auch in Deutschland, was benötigt wird, damit wir also das bewältigen in einer Art und Weise, dass wir bestimmte Kipppunkte, die uns also drohen, nicht überschreiten. Somit, ich bin da sehr pessimistisch, ich bin sehr ökologisch also orientiert und wäre somit normalerweise ja auch etwas, also quasi fast ein Kandidat für die Grünen. Ich bin selbst aber trotzdem der Meinung, dass sagen wir, eine wirklich gute ökologische Wende nur gelingen wird, wenn wir die Einkommensschwächeren mitnehmen. Ja, aus zwei Gründen. Genau. Also der eine Grund ist, also wenn wir es nicht machen, dann werden die schlicht und ergreifend alles abwählen, was für die Ökologie steht. Also wenn wir eine nicht sozial ausgewogene ökologische Wende machen, dann treiben wir die Arbeiterschaft, aber nicht nur die Arbeiterschaft, die Menschen, die in prekären Situationen leben und arbeiten, die treiben wir in die Hände der Rechtspopulisten. Ja, die Schere zwischen Arm und Reich geht eindeutig ganz arg weit auseinander. Genau. Und da wird aber auch von euch nicht besonders viel vorgeschlagen. Ja, ich glaube, ihr habt Vermögenssteuer, habt ihr irgendwie mit 1%? Ja, bleiben wir erstmal bei der Ökologie, also Vermögenssteuer und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass eine ökologische Wende in Deutschland nur gelingen wird, wirklich nur dann gelingen wird, wenn die sozial komplett ausgewogen ist, weil sonst wird die gestoppt, also von denjenigen, die also sich abgehängt fühlen und also das nicht bezahlen können, nicht bezahlen wollen. Ich habe versucht, 2018, Bundesvorsitzender der SPD zu werden mit Nina Scheer zusammen, weil wir der Meinung waren, dass die SPD sich stärker ökologisch ausrichten muss. Das ist eine Aufgabe, die weiter besteht. Aber wenn man SPD heutzutage wählt, dann wählt man aus meiner Sicht noch eine Kombination einer Partei, die ökologisch sehr modern ist, die dort viel Bewegung bringen würde, die ökologischen Notwendigkeiten klar erkennt, aber das gleichzeitig so umsetzen will, dass auch die Ärmeren mitgenommen werden und dass die Schere zwischen Reich und Arm nicht noch größer wird. Darin sehe ich die. Das wäre quasi der Grund. Ich möchte da, wenn du gestattest, Alexandra, auch mitdiskutieren. Karl, wenn du sagst, das Ökologische und das Soziale verbinden. Und dann habt ihr einen Kanzlerkandidaten, Olaf Scholz, Bundesfinanzminister. Der kann sich sozusagen partout nicht so recht daran erinnern, welche Rolle er früher als Hamburger Bürgermeister bei Cum-Ex gespielt hat. Das ist jetzt auch nochmal in Dokumentationen nachgewiesen worden. Das Finanzministerium hat da eine ganz üble Rolle dabei gespielt. Da schwindet doch Glaubwürdigkeit, wenn man sagt, wir haben hier einen Spitzenkandidaten, der soll Kanzler werden und der weiß so wenig über die Vergangenheit und die Rolle, die er gespielt hat. Wie gehst du denn damit um? Naja, erstens an Cum-Ex waren viele beteiligt. Ja, er aber auch. Also mindestens in der Funktion des Bürgermeisters, der etwas gewusst hat. Aber jetzt unter Gedächtnisschwund leidet. Naja, also unter Gedächtnisschwund kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall, es waren viele beteiligt und es ist ganz klar, dass Cum-Ex nie hätte geduldet werden dürfen. Es ist ganz klar, dass also Cum-Ex ein Riesenverbrechen gewesen ist. Und ich glaube, so klar wie ich das hier sage, sie sagt das auch jetzt Olaf Scholz. Aber dann ist es eben so. Wir müssen nach vorne blicken. Olaf Scholz tritt jetzt auf jeden Fall für Steuerreformen ein, die also die Steuerlast gerechter verteilen würden, gleicher verteilen würden. Das würden die Einkommensstärkeren, die würden etwas mehr belastet, die mittleren Einkommen und die geringeren Einkommen würden entlastet. Und Olaf Scholz hat jetzt zum Beispiel auch maßgeblich durchgesetzt, also dass also die Internetgiganten also eine Mindeststeuer bezahlen müssen von 15%. Ich schaue einfach nach vorn, wofür steht er jetzt, wofür tritt er jetzt glaubwürdig an
und halte mich nicht damit auf, also dass er ebenfalls, wie so viele andere, an Cum-Ex also nicht ganz unschuldig gewesen sein könnte. Aber ist da in dem Zusammenhang dann nicht das Problem, dass er auch auf der Schuldenbremse oder an der nicht rütteln will? Denn ich denke, man kann ja viele Sachen sich vornehmen. Also was im Programm von der SPD drin steht, was sich ja teilweise mit den Grünen wirklich überlagert, ne? Also Tempolimit, Mindestlohn, Bürgerversicherung, das sind, glaube ich, so ein paar Pfeiler, die aber bei den Grünen ganz genauso drin sind. Die Grünen wollen es aber halt, ich sag mal, die wollen Investitionen machen. Das funktioniert ja nur, wenn ich die Schuldenbremse, wenn ich die in Frage stelle. Sonst wird es nicht funktionieren, weil wo soll das Geld herkommen? Das stimmt. Ich glaube aber, dass für diese strategischen Investitionen, also auch die SPD natürlich, also die Schuldenbremse nicht, also die im Wege stehen ließe. Also man muss ja unterscheiden, also zwischen Schulden, die gemacht werden im laufenden Haushalt oder ob es strategische Investitionen sind. Und für solche strategischen Investitionen sind auch also für die SPD die Mittel natürlich reservierbar, notwendig. Ich persönlich, das sage ich ganz offen, wäre diesbezüglich sehr viel also freizügiger noch. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier in kritischen 10 Jahren unterwegs sind, dass die nächsten 10 Jahre darüber mitentscheiden, ob wir die Infrastruktur aufbauen können, die für eine klimaneutrale Wirtschaft also notwendig ist. Und daher würde ich sehr viel weitergehen in dem Sinne. Aber trotzdem, also ich glaube, dass also all dies nur kommen wird, wenn es zu Koalitionen kommt, die wirklich funktionieren. Ich persönlich hielte daher eine also rot-grüne Koalition für also besonders geeignet, weil bei der SPD dann durchgesetzt würde, dass tatsächlich die Gerechtigkeitsaspekte berücksichtigt werden, dass also die Ärmeren mitgenommen werden, dass niemand zurückbleibt, dass es keine Widerstände gibt bei Ärmeren oder Menschen in prekären Situationen gegen die notwendige also Investition. Und mit den Grünen zusammen könnte man diese also Probleme lösen. Geht für mich eine Rechnung auf? Ne? Also wenn ich grün soziale Politik will oder sozialgrüne, mir egal wie rum, ja, heißt es dann, ich muss euch wählen, damit die Grünen einen gescheiten Koalitionspartner haben? Damit die nicht auf die Schwarzen angewiesen sind? Vielleicht der Trick? Ich selbst gebe hier keine strategischen Ratschläge. Aber ich glaube, dass die SPD tatsächlich also in der also Erkenntnis der ökologischen Notwendigkeiten und gleichzeitig in der Erkenntnis, dass die ökologischen Notwendigkeiten nie also erreicht werden können, erfüllt werden können, ohne dass man die Ärmeren mitnimmt. Dass die SPD in dieser Position, glaube ich, eine ausgewogene also Gesamtbalance hat. Darf ich da an der Stelle, ich weiß nicht, Alexander, ob das ein Thema ist, was dich auch bewegt. Ich hätte mal die These, dass im vergangenen Jahr Corona, also Pandemie und die Auswirkungen, haben wir auch erlebt, welche langfristigen Auswirkungen die noch längerfristige Privatisierung weitgehende Privatisierung des Gesundheitssystems uns gebracht hat. Ja. So, jetzt ist an der war die SPD beteiligt, auch Karl Lauterbach als langjähriger Gesundheitspolitiker. Du hast da kräftig mitgemacht. War das falsch? Wie kommt man da raus? Also wenn man jetzt sagt, wir stehen ein Stück weit auch vor den Scherben unserer vergangenen Politik. Man muss nach vorne blicken. Also ja, aber man kann doch nicht nach vorne blicken, wenn man nicht erstmal eine Analyse macht dessen, was schiefgelaufen ist. Ja, das ist aber, wo stünde es denn strittig, dass also bestimmte Bereiche nicht hätten privatisiert werden dürfen? Wo stünde das strittig? Das ist mittlerweile, die Frage ist doch, also wo kommen wir jetzt weiter? Und ich bringe ein Beispiel. Also wir haben also bei den Koalitionsverhandlungen für diese Koalition haben wir durchgesetzt, dass in der Pflege die gesamte Pflege aus den Fallpauschalen entfernt werden. Und das habe ich selbst durchgesetzt, das habe ich selbst verhandelt, quasi mit Frau Kramp-Karrenbauer zusammen, Hermann Gröhe und Andrea Nahles zusammen. War mein Vorschlag, dass Pflege nicht Teil der Fallpauschalen ist, sodass an der Pflege nicht gespart werden soll.
Das war ein Schritt weg von der Ökonomisierung der Pflege. Das hat jetzt in der wichtigen, also Corona-Phase hat das eine Rolle gespielt. Das war zu wenig in dem Sinne. Wir brauchen auch höhere Löhne. Wir setzen uns aber auch schon in dieser Legislaturperiode seit 3 Jahren dafür ein, dass die Tariflöhne dass in der Pflege angehoben werden. Ich arbeite tatsächlich seit Jahren daran, die Pflege besser zu finanzieren, aus den Fallpauschalen herauszubringen und die Krankenhäuser wirtschaftlich wieder tatsächlich so zu sanieren, dass sie funktionieren können. Da zählt auch mit dazu, dass bei den Krankenhäusern die Investitionskosten von den Ländern übernommen werden sollten. Ich hatte mich sogar dafür eingesetzt, dass also aus den, sagen wir mal, Bezahlungen, aus den Krankenkassenbezahlungen der also Krankenhäuser, dass daraus auch Investitionsmittel generiert werden können, dass die Häuser nicht kaputt gespart werden. Man muss einfach Schrittchen für Schrittchen nach vorne gehen. Man darf sich nicht alleine damit aufhalten, was in den Jahren 2003, 2004, 2005 misslungen ist. Mhm. Alexandra, ist dein Fragebedarf im Moment erledigt oder fällt dir spontan was ein? da Karl mir ja jetzt nicht, ich sag mal, den Freibrief gegeben hat, sagen, ja, ihr müsst jetzt SPD wählen, damit die Grünen einen geeigneten Partner haben. Ich würde SPD wählen. Ich würde SPD wählen, also jetzt nicht strategisch, also, sondern einfach schlicht und ergreifend, weil es gute Gründe dafür gibt. Ja, also den Freibrief hast du natürlich insofern, als du entscheidest, wem du deine Stimme geben willst oder nicht. Da kann dir niemand einen Freibrief geben. Das ist mein schlechtes Gewissen, weil ich dann den Karl nicht wähle. Ne? Das fühlt sich an wie Verrat. Ja. Ach je. Das ist das Problem. Ich werde es dann wohl doch machen. Ich werde ihn verraten. So ist es halt. Gut. Okay, vielen Dank. Alexandra, danke dir. Mach weiter so. Ja, danke schön. Ja. Zu den, also wir sind ja jetzt schon in der Gesundheitsthematik drin, mit drin. Ich sag mal, es gibt heute Abend, übrigens wird es auch eine neue Kolumne von Rosa geben, unserer Pflegeauszubildenden, die vielfach sowohl hier im Gespräch auch schon war, als auch eben in der Kolumne darüber schreibt, welche Erfahrungen sie in der Pflege macht. Und sie hat die neue Kolumne, und das passt hier ganz gut, sie hat einen zweiten Job, mit dem sie auch noch zusätzlich Geld verdient, nämlich in der Altenpflege, im Pflegeheim. Und was sie da beschreibt, die und müssen unsere Listen abarbeiten, damit auch dokumentiert wird, dass die einzelnen Schritte, die zur Pflege gehören, dass die ordnungsgemäß erledigt worden sind. Das führt aber dazu, dass wir zwar dokumentieren, aber gar nicht mehr so richtig pflegen können. Da läuft doch auch ein System im Widerspruch zu sich selbst, Karl. Das stimmt. Also die Pflegedokumentation ist viel zu aufwendig und es gibt auch keine guten Studien, die zeigen, dass diese aufwendige Dokumentation die Qualität der Versorgung verbessern würde. Es wird in anderen Ländern großzügiger gehandhabt und da ist in Deutschland eine Kultur des Misstrauens, also jetzt prävalent, die also uns nicht hilft. Das ist ein wesentliches Misstrauen zwischen den Pflegekassen auf der einen Seite und den Pflegeanbietern auf der anderen Seite. Und also die Dokumentation soll im Wesentlichen sicherstellen, dass um Himmels Willen nichts bezahlt wird, was nicht auch erbracht wurde. Eine sagen wir, Umstellung des Systems, welches also dann basieren würde auf einer Kultur des Vertrauens und des gegenseitigen Respektes. Das wäre Gold wert in dem Sinne. Wo muss man da ansetzen? Du sagst, es ist das Misstrauen zwischen den Pflegekassen und den Trägern. Ja. Bei wem ist das Misstrauen ausgeprägter oder wo müsste man den Hebel ansetzen? Ja, wir haben so ein System der Selbstverwaltung. Das heißt, das ist jetzt keine Vorgabe des Gesetzgebers. Mhm. Der Gesetzgeber geht nicht hin und sagt, das und das und das und das muss minutengenau dokumentiert werden. So funktioniert es nicht. Sondern der Gesetzgeber also sieht vor, dass die Pflege erfolgen muss, also qualitätsgesichert, dass die Qualität dokumentiert werden muss. Und dann gehen die Pflegekassen hin und geben vor, was also aus ihrer Sicht dokumentiert werden muss. Aber das ist, wie gesagt, ein System der Selbstverwaltung. Wir könnten da eingreifen,
indem wir den, also für die Qualitätssicherung notwendigen Dokumentationsaufwand limitieren. Ich hielte das für richtig für die nächste Legislaturperiode, dass wir den Aufwand der Dokumentation in der Krankenpflege wie in der Altenpflege deutlich senken, weil wir werden mit einem solchen System, wo die Dokumentation so stark im Vordergrund steht, werden wir junge Leute nicht gewinnen können. Jeder, der in der Pflege mal ein Praktikum gemacht hat und hat das gesehen, und sieht dann noch die relativ schlechte Bezahlung, der ist abgeschreckt und der muss schon sehr idealistisch sein und sehr an diesem Beruf hängen und sehr klar sich das vorher überlegt haben, wenn er da nicht von Bord geht. Ja, und vor allem es sind, so habe ich jetzt auch diesen Erfahrungsbericht von Rosa gelesen, es ist nicht nur so, dass es die jungen Menschen abschreckt, sondern es schadet auch denen, die eigentlich die Pflegebedürftigen sind. Weil jede Pflegerin, jeder Pfleger, der da im Handy dokumentieren muss, kann sich in diesen Minuten, in der Zeit, die das dauert, nicht um den bedürftigen, pflegebedürftigen Menschen kümmern. Also das sind ja eigentlich die in gravierenderer Weise noch Leidtragenden. Stimmt, und das Thema ist also, das Problem ist seit längerem bekannt, ist aber sehr schwer durchzusetzen gewesen bisher. Das ist aber auf jeden Fall etwas, was für die nächste Legislaturperiode ein ganz zentrales Ziel sein muss, für wen auch immer wer regiert. Das geht einfach nicht weiter so. Es hat sich verselbstständigt, ist einfach falsch, kann so nicht funktionieren und demotiviert. Thilo, haben wir schon neun Anruferin oder noch nicht? Sag, noch nicht? Okay. Bitte? Ja, in einer Minute. Dann lass uns doch noch in diesen Komplex, gehört ja nun wahrhaftig das Corona-Jahr und was es offenbart hat, mit rein. Große Aktualität, wir haben im Moment auf der Bundesebene eine massive Auseinandersetzung und Kritik auch von Seiten deiner Parteiführung an Jens Spahn. Die jüngste sozusagen Wolte der Maskenbeschaffung und Lizenzierung. Du hast dich ja in der Vergangenheit, hast immer gesagt, ich übe keine öffentliche Kritik an Spahn. Ihr kennt euch lange, wenn du was zu kritisieren hast, gesagt, sage ich das ihm direkt, nicht öffentlich. So, jetzt hat aber deine eigene Parteivorsitzende, die hat vor zwei Tagen hat gesagt, eigentlich muss Spahn aus dem Amt raus, wenn das unser Minister wäre, wir wüssten schon, was wir zu tun hätten. Also massiver kann in einer Koalition eine Kritik nicht ausfallen, da kannst du doch eigentlich nicht stille schweigen. Also ich habe es tatsächlich so gehalten, dass ich in dieser Sache mit Spahn direkt Kontakt hatte. Mhm. Also so bin ich einfach immer vorgegangen. Also wenn die Dinge, die mir nicht gefallen, die regle ich mit Spahn direkt. Da ich das in den letzten Monaten immer so gehandhabt habe und da wir eigentlich im Großen und Ganzen vertrauensvoll zusammengearbeitet haben, habe ich mich hier an der öffentlichen Kritik nicht beteiligt. Das bedeutet nicht, dass ich nicht auch Vorbehalte hätte bei dem einen oder anderen Punkt, aber ich habe das einfach konsequent so durchgehalten. Wenn man so eng zusammenarbeitet, dann kritisiert man sich nicht öffentlich. So gehe ich zumindest vor. Ich hätte mir übrigens gewünscht, muss ich offen sagen, wenn mir so viel gestattet ist. Ich hätte mir gewünscht, dass Spahn hat ja uns auch, unsere Leute auch zum Teil kritisiert und so weiter und so fort. Ich finde, so etwas ist insgesamt in einer großen Koalition, oder in einer Koalition ganz allgemein, ist das nicht zuträglich. Ich glaube, das hilft keinem der Beteiligten. Und viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Hat Saskia Esken eigentlich vorher mit dir drüber gesprochen? Hat sie gesagt, sag mal, Karl, was hältst du denn davon, wenn ich jetzt sage, eigentlich geht das mit Jens Spahn nicht mehr? Hat sie dich da konsultiert oder warst du dann auch überrascht durch diese Forderung? Würde ich einfach so ungern etwas zu sagen. Also ich würde dann daraus schließen, dass ihr schon miteinander gesprochen habt. Wenn wir da aber, ist meine persönliche Schlussfolgerung, musst du ja gar nicht kommentieren. Wenn wir jetzt aber schon bei dem Sachverhalt sind, die letzte Runde sozusagen in der Maskengeschichte war ja die, und das ist dann auch eine in der Bundespressekonferenz seltenerweise offenbar gewordene Konfliktlage zwischen zwei Ministerien, nämlich dem christdemokratischen Gesundheitsministerium und Bundesministerium für Arbeit und Soziales,
SPD, die haben sich wirklich auf offener Bühne, hat das Gesundheitsministerium gesagt, ja. Also bei der Frage, was machen wir mit den im letzten Jahr angeschafften und nicht so richtig lizenzierten Masken, können wir die dann weitergeben an Menschen, die da besonders bedürftig sind oder nicht? Und da sagte dann das Gesundheitsministerium, also die sind sicher, wir haben hier ein vereinfachtes Lizenzierungsverfahren. Und dann sagt das Arbeitsministerium, nein, 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 stimmt nicht, da wurden Vorgaben nicht eingehalten. Jetzt bist du vom Fach. Wie beurteilst du diesen Konflikt fachlich? Ist das vorgezogener Wahlkampf oder gibt es da einen zu Recht bestehenden Dissens in der Sache? Der Dissens besteht in der Sache. Das hat nichts mit Wahlkampf zu tun, sondern der Dissens ist schlicht und ergreifend der, hier ging es um Masken, die für die allgemeine Bevölkerung nicht gut genug waren. Also wenn man es einfach ausdrückt, also erfüllten diese Masken bestimmte Kriterien nicht, die erfüllt sein müssen, damit ich die jedem anbiete. Und somit ist die Frage, was mache ich mit solchen Masken? Entwerte ich die, schmeiße ich die weg, schicke ich die zurück, was auch immer. Und diese Masken sind dann tatsächlich vom Gesundheitsministerium designiert gewesen, also vorgesehen gewesen für Menschen, die besonders bedürftig sind, nämlich Obdachlose und Heimbewohner. Aber das ist doch zynisch. Also zu sagen, allen. Ich bewerte für die, das für nicht, die, auf jeden Fall, die, also genau, der, ja. der Kern also der Auseinandersetzung ist tatsächlich, hier gab es Masken, die nach bestimmten Kriterien für die allgemeine Bevölkerung nicht gut genug waren und die sollten dann dort eingesetzt werden. Und dagegen hat sich also das Ministerium von Hubertus Heil gewehrt. Die wollten das nicht. Haben die sich zu Recht gewehrt, deiner Auffassung nach? Also ich selbst sehe es wie folgt. Eine Maske, die für mich nicht gut genug ist, die ist auch für den Obdachlosen nicht gut genug. Weil der verlässt sich ja genauso gut auf die Maske wie der Obdachlose. Wahrscheinlich käme ich noch besser klar. Weil wahrscheinlich könnte ich die schlechte Maske noch eher einschätzen als der Obdachlose, der voll ins Risiko geht und keine Ahnung hat, was er dort trägt. Ja. Lange Rede, kurz. Aber das war der Kern, um den es ging. Es ging somit nicht sagen wir, um Geplänkel. Oder also um Wahlkampf oder um eine Kleinigkeit oder so, sondern aber welches Menschenbild steht dahinter? Der harte Kern war der, die Masken, also die Masken, die Masken, die nicht gut genug gewesen wären für uns Politiker, die wären also dort. Ja, welches Menschenbild steckt denn dann dahinter? Das ist, also man kennt sozusagen in Märchen, was ist das, Aschenputtel, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen, ja. Man sagt, wir haben zweitklassige Masken, die sind für die erstklassigen Menschen nicht gut genug und dann geben wir sie den Obdachlosen und Bedürftigen. Was ist da? Ich bewerte hier nichts. Das ist also, aber doch. Was das bedeutet, kapiert ja jeder. Gut. Es wird ja jeder sich selbst ein Urteil darüber machen können, was es bedeutet. Aber das war im Prinzip der Konflikt. Der Konflikt war, also die Masken waren nach bestimmten Kriterien für den allgemeinen Bürger nicht verkehrsfähig. Und von daher hatte man sich hier überlegt, wo man sie noch einsetzen konnte. Ja, und jetzt sind die in der nationalen Notfallreserve. Das heißt, sie dürften dann auf einmal doch eingesetzt werden. Wo liegt denn da die Logik drin? Darin liegt überhaupt keine Logik. Also das ist aus meiner Sicht, also das sollte man in der Politik sollte man das nicht sagen, also keine harten Worte und so. Doch, doch. Aber hier kann man wirklich von Schwachsinn sprechen. Das ist tatsächlich die Notfall, gerade im Notfall brauche ich ja Masken, die funktionieren, die gehen, wo ich mich darauf verlassen kann in dem Sinne. Und ich kann, also wir haben es ja vorgenommen für die nächste Pandemie. Für die nächste Pandemie müssen wir besser vorbereitet sein. Also gutes Material muss da sein, Schutzkleidung muss da sein, Masken müssen da sein. Es muss die also Kompetenz da sein, Impfstoffe zu entwickeln und zu produzieren. Also einiges muss vorbereitet werden. Wir brauchen eine Modellierungs-Einrichtung und. Also eine Reihe von, und dazu zählt natürlich auch das Vorhalten von Masken. Aber da denkt man natürlich an gute Masken. Also wenn ich jetzt dann schon damit beginne, dass ich sag mal Ramschware dort also lagere, Das ist der erste Schritt in die falsche Richtung. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe das, ja. Hat denn Jens Spahn das auch verstanden, als du mit ihm drüber gesprochen hast? Rede jetzt hier nicht darüber, was ich mit irgendjemandem besprochen habe. Habt es besprochen. Aber das ist auf jeden Fall das ist keine gute Entscheidung,
also die Reserve damit aufzubauen. Mhm. Diese Masken, die Masken sind Müll, die müssen einfach schlicht weg. Wir haben eine nächste Anruferin, einen Anrufer. Hallo, wer ist da? Hallo Hans, hallo Karl, hier ist Birkan aus Münster. Birkan. Schieß genau. Los. Ja, erstmal danke für die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ist echt ein tolles Format, Hans. Und es ist auch gut, dass Luca gerade eine nächste Pandemie anspricht, weil das wäre so ein bisschen meine Frage gewesen. Was wir für eventuelle zukünftige Pandemien jetzt aus Corona lernen können. Und zwar ist es ja so, dass jetzt die Bewältigung der Corona-Pandemie und gerade so durch die Ministerpräsidentenkonferenz ja an mancher Stelle gezeigt hat, dass das System schon Schwächen hat. Mhm. Und wenn du jetzt, Karl, dir für eine fiktionale kommende Pandemie eine neue Struktur zur Pandemiebekämpfung ausdenken könntest, wie würde die aussehen? Und du kannst auch davon ausgehen, dass du jetzt alle Mehrheiten bekommst, um deine Idee auch durchzusetzen. Aber wie würde so eine ideale Struktur aussehen, um ein neues Virus, um auf ein neues Virus gut reagieren zu können? Bevor Karl antwortet, hast du einen beruflichen Bezug zu dieser Thematik? Bist du also selbst im Gesundheitsbereich tätig oder interessiert es dich einfach nur so als, sagen wir mal, als politisch interessierter und weitblickender Bürger, Birkan? Genau, letzteres. Also ich habe da eigentlich gar keinen Bezug zu, bin BWL-Student. Ja, gut. Karl, was ist die Antwort? Ja, vielen Dank. Also zunächst einmal, wir bräuchten aus meiner Sicht eine Arbeitsgruppe und bevorzugt also eine nationale Arbeitsgruppe, die sich ständig damit beschäftigt, also was gibt's Neues an Viren weltweit und welche Bedeutung hat das für uns? Nicht nur Viren, sind auch andere Erreger von Bedeutung, aber schwerpunktmäßig Viren. Und dass man also sich somit zu jedem gegebenen Zeitpunkt ein Bild davon machen kann, wo könnte uns etwas drohen. Denn wir werden mit mehr Viren, die neu sind und also epidemische oder pandemische also Bedeutung haben können, müssen wir rechnen. Somit also es muss eine Arbeitsgruppe geben, die sich sehr präzise mit also Viren auskennt und die also dann auch im Übrigen so eine Art Surveillance macht. Also Surveillance bedeutet, wo ich dann Viren also entdecke in Deutschland beispielsweise, die also gefährlich sein könnten, dass ich die so genetisch also aufarbeite, sequenziere, dass ich genau erkenne, das ist jetzt, sagen wir, die derzeitige Verbreitung. Wir müssen in der Lage sein, Viruserkrankungen, die also schwierig werden können, international zu monitorieren und in Deutschland zu monitorieren. Zum Zweiten bräuchte man also eine also stehende Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt, dass zu jedem gegebenen Zeitpunkt also das Material vorrätiges vorgehalten wird, gewartet wird, also dass also der Einsatz trainiert wird, was notwendig wäre zur Pandemiebekämpfung. Quasi also Schutzmaterial muss regelmäßig also gewartet werden, muss da sein, Maskenmaterial muss da sein, es muss also jedes denkbare Material verfügbar sein und zwar in großer Menge, sodass es eingesetzt werden könnte, wenn wir es brauchen. Also im Grunde wie bei der Feuerwehr, wo auch die Ausrüstung, die Ausrüstung muss sozusagen immer präsent sein, immer davon ausgehen, morgen brennt. Genau. Etwas schwieriger ist der Aufbau von Kapazitäten zur schnellen Entwicklung und zur schnellen Produktion von Impfstoffen. Das lässt sich wahrscheinlich nur europaweit also aufbauen. Gut wäre, wenn es also Forschungsstandorte gäbe, wo man innerhalb von kurzer Zeit neue Impfstoffe entwickeln könnte. Die Entwicklung von neuen Impfstoffen, beispielsweise auf der Messenger-RNA-Technologie basierend oder Vektor-basiert, diese Verfahren kann man massiv beschleunigen, wenn die, sage ich mal, Vehikel, entweder das Messenger-RNA-Vehikel oder auch also das Vektor-Vehikel, wenn die quasi schon vorbereitet sind, sodass man nur noch die genetischen Teile integrieren muss, um entsprechende also Impfstoffe zu entwickeln. Somit also Arbeitsgruppen, die in der Lage sind, sehr viel schneller, als das bisher der Fall gewesen ist, also Viren-Impfstoffe zu entwickeln. Und dann sollte es gleichzeitig auch also den Aufbau einer Kapazität geben, dass in kurzer Zeit entweder vektorbasierte Impfstoffe oder Messenger-RNA-basierte Impfstoffe produziert werden können in großem Umfang,
Das sind also Produktionskapazitäten, die da unterhalten werden müssen, wo man viel Geld ausgeben sollte, allein schlicht und ergreifend für das Vorhalten der schnellen Produktionskapazität. Darüber hinaus bräuchte man also eine Arbeitsgruppe, die zu jedem Zeitpunkt in der Lage wäre, also den Ausbruch von bestimmten also Krankheiten zu modellieren. Also was passiert da, wie schnell passiert das, wie entwickelt sich das Ganze. Wir bräuchten also Arbeitsgruppen, die also erfahren sind in der Modellierung und in der Lage sind, zu jedem Zeitpunkt Ausbrüche zu modellieren. Somit, ich fasse nochmal zusammen. Also Material muss vorgehalten werden, muss gepflegt werden. Dann muss es eine Arbeitsgruppe geben, die so etwas wie Surveillance macht. Surveillance von Viruserkrankungen international und in Deutschland. Eine Arbeitsgruppe, die also quasi zu jedem gegebenen Zeitpunkt in der Lage ist, Virusimpfstoffe zu entwickeln. Und es muss also vorgehalten werden, also eine Kapazität zur Produktion von Impfstoffen auf der Basis von also Vektorimpfstoffen oder Messenger-RNA-Impfstoffen. Das wäre so einmal das Gesamtsystem. Damit käme man schon relativ weit. Das ist nicht perfekt. Das ist nicht perfekt, aber damit käme man schon relativ weit. Ja, Birkan, du hast es gehört. Und? Ja, ich hätte da noch eine Nachfrage, weil mich auf jeden Fall auch dieser medizinische Aspekt interessiert, aber auch so ein bisschen noch die politische Struktur. Also die Frage hat auch noch in die Richtung abgezielt, dass jetzt zum Beispiel die Ministerpräsidentenkonferenz, die war ja auch in den Medien häufig in der Kritik, zu Recht, manchmal zu Unrecht, will ich gar nicht beurteilen, aber die ist wahrscheinlich ja nicht perfekt. Und da gibt es doch wahrscheinlich bessere Methoden. Also klar, jetzt will wahrscheinlich keiner von uns so ein System wie in China, wo man schnell zwar reagiert, aber autoritär. Aber kannst du dir vorstellen, dass es da bessere, aber auch demokratische Lösungen gibt, die man für eine Pandemie besser verwenden könnte? Was besser wäre auf jeden Fall, wenn man einen wissenschaftlichen also Beraterstab hätte, so ähnlich wie das in UK der Fall ist, das SAGE, also Gremium, welches also die Regierung formal berät. Also das sind aktive Wissenschaftler, die auch also dann Mitarbeiter haben, die also Untergruppen haben, also sodass also quasi eine viel besser organisierte Politikberatung also stattfinden könnte. Und diese bessere Politikberatung, die quasi durch eigene Arbeitsgruppen Zuarbeit, also auch mit einem eigenen Etat und einer Gruppe von Wissenschaftlern, die also feststehende Berater sind. Mit einem solchen Gremium könnte man aus meiner Sicht die Regierung sehr viel besser beraten. Dann wäre es auch also sinnvoll aus meiner Sicht, wenn man es so machen würde, dass ein solches Gremium auch, ja, ich sag mal, sehr verbindliche Empfehlungen machen könnte, sodass die Regierung diese Empfehlungen zwar nicht umsetzen muss, aber doch bei abweichendem Verhalten in Begründungspflicht käme. Also wenn, ist das also jetzt bei dem RKI noch nicht schon so? Also das ist RKI ja unverbindlich, aber... Das erstens, also ist das RKI eine dem Gesundheitsministerium untergeordnete Behörde. So SAGE, das ist eine unabhängige also Gruppe von Wissenschaftlern, die also dann verbindlich beraten, aber in keiner Weise weisungsbefugt sind, was die Regierung angeht. Und ich halte es für problematisch, dass die Beratung also erfolgt durch eine Einrichtung, die quasi unmittelbar also weisungsgebunden ist. Und dazu kommt auch, dass das RKI in vielerlei Hinsicht also nicht optimal ausgestattet ist für eine solche Art der Beratung, was dem RKI nicht vorzuwerfen ist. Das muss man hier also klar also in den Vordergrund stellen. Das RKI hat großartige Leistung gebracht und hat vieles gut gemacht, also das RKI-Bashing, was derzeit oft stattfindet, ist aus meiner Sicht unbegründet. Aber also an so etwas wie SAGE, das ist ein unabhängiges Expertengremium von sehr aktiven Wissenschaftlern, die allesamt also interdisziplinär dann die Regierung beraten und also das hat einen SAGE hat einen Unterbau von also Untergruppen, Koordinierungsgruppen und Wissenschaftlern, die quasi für die Regierung bestimmte also Forschungsaufträge abarbeiten. Und gibt dann Empfehlungen, in keiner Weise weisungsgebunden sind. Okay. Ja, das ist schon eine ausführliche Antwort. Danke erstmal dafür. Du kannst ja noch weiter zuhören. Vielleicht fällt dir noch eine Nachfrage ein, Birkan. Mich, Karl, interessiert
In der Hinsicht, erstens, Sage hast gesagt, das ist Großbritannien, richtig? Was haben die denn eigentlich gerissen? Man hat dann eben, eigentlich hatte ich den Eindruck, dass im letzten Jahr Boris Johnson dann doch gemacht hat, was er wollte. Was nützt dann so eine unabhängige Beratertruppe? Das stimmt, also an Sage hat es definitiv nicht gelegen. Die konnten es aber auch nicht verhindern. Die konnten es nicht also verhindern, das ist ganz klar. Also Boris Johnson hat sich in vielerlei Hinsicht über Sage hinweggesetzt. Übrigens, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Bilanz, die wir hier in Deutschland vorzuzeigen haben, die ist insgesamt, also es ist eine gute Bilanz, das muss man ehrlich sagen. Wir haben in der Ehrlich? Ja, wir haben keine schlechte Bilanz. Also wenn man jetzt im Vergleich zu anderen Ländern, wo wir nicht gut weggekommen sind, ist sozusagen bei der Bekämpfung der zweiten Welle. Da sind wir zu spät eingestiegen, da ist zu lange argumentiert worden, also da kommt nichts, also da haben bestimmte Wissenschaftler aber auch. Aber Karl, entschuldige. Aber ich will auf das Ergebnis. Wir haben in Deutschland eine Übersterblichkeit von nur 4% gehabt. Und das ist übers Jahr oder zum Ende des Jahres? Weil das ist ja einer der heftigsten Diskussionspunkte. Gibt es überhaupt eine? Ja, klar, über den gesamten Zeitraum. Ja. Über den Gesamtzeitraum. Wo finde ich die Statistik? Das ist also eine Studie von der Universität Tübingen und der Universität in Jerusalem, die also jetzt vor wenigen Tagen veröffentlicht worden. Kannst du bei mir auf Twitter finden. Okay. Also das ist noch ein Preprint, aber es ist methodisch sehr gut gemacht. Und da hat man Übersterblichkeit in Deutschland für die ganze Quantität. Im Vergleich zu anderen Ländern. Und da kommen wir mit 4% recht gut weg. Also andere Länder, also Spanien, also UK und so weiter und so fort, liegen irgendwo zwischen 8% und 11%. Und das ist mehr als das Doppelte, auch in den USA, also zweistellige Ergebnisse. Somit, also wir sind, was also die Sterblichkeit angeht, die wir erreichen konnten insgesamt, sind wir nicht so schlecht gefahren. Wir haben einiges auch richtig gemacht worden. Das darf man nicht kaputt reden. Was nicht toll war, war tatsächlich also die Bilanz in der zweiten Welle. Im November, Dezember, da sind uns sehr viele Leute gestorben, ohne Not. Das wäre gar nicht notwendig gewesen. Und da haben wir halt das Pech gehabt, wir haben mit der zweiten Welle zu lange gewartet, weil es gab immer wieder auch von Wissenschaftlern die Argumentation, zweite Welle kommt nicht, das wird eine Dauerwelle werden, kleine Welle und so weiter und so fort. Da sind wir zu spät eingestiegen, da haben wir unnötig verloren. Aber sonst, wenn man das mal abzieht, also sind wir mit den 4% Übersterblichkeit, die wir gehabt haben, liegen wir deutlich besser als also viele Länder um uns herum. Birkan? Ja, mir ist noch eine Nachfrage eingefallen. Und zwar nochmal, Karl, wann glaubst du denn, wird dann Corona, wir sind ja noch nicht über den Berg ganz, aber es sieht ja gerade doch ganz gut aus, wann wird das denn wohl aufgearbeitet werden und das, was du gerade so ausführlich geschildert hast, auch vielleicht dann auch umgesetzt werden? Nicht, dass es jetzt dann dazu kommt, dass, wie vorhin erwähnt, nicht nutzbare Masken jetzt in den Reserven bleiben und man nach der Pandemie denkt, oh, jetzt sind wir erstmal durch und jetzt schauen wir einfach mal weiter und irgendwann machen wir das schon. Ich glaube, dass man das richtig aufarbeiten wird über Jahre hinweg. Das, was jetzt passiert ist, das war so bedeutsam, das war so viel. Also wenn man jetzt also alle Dinge sauber ausarbeitet, also wie viele Leute sind gestorben, wo sind die größten Fehler gemacht worden, wer hat welche Rolle gespielt, wie hat es sich ausgewirkt also in den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, was bedeutet das für die Gleichheit in unserer Gesellschaft und so weiter. Also bis das richtig ausgewertet ist, werden Jahre vergehen. Ich bin ganz sicher, dass wir uns damit also wissenschaftlich noch Jahre beschäftigen werden. Die Vorbereitung, die muss schnell kommen. Denn wenn wir in die Vorbereitung jetzt nicht einsteigen, dann wird das Ganze verdrängt werden. Das, was ich eben beschrieben habe, also quasi, das ist ja eine Alternative zur Struktur des Robert-Koch-Instituts, also eine Ergänzung, also auf jeden Fall mit also Machtabgabe also auch an neue Gremien. Das sind neue Institute, großes Institut für Modellierung. Das ist die Investition in eine eigene große Forschungsgruppe zur Entwicklung von Impfstoffen, unabhängig von Betrieben, also von Firmen. Das ist also ein Konzept, dass wir eine europaweite also Kapazität aufbauen für die Produktion von Impfstoffen. Wenn man all diese Dinge, das kostet alles sehr viel Geld. Und dafür muss man richtig bereit sein einzutreten, sonst ist es verschenkt. Gut, Birkhard,
Entschuldigung. Ja. Danke dir für diese Nachfrage. Karl, die Strukturen, die du beschreibst, sollen da Strukturen sein, Institute, die als solche fest und ausschließlich zusammenarbeiten, oder sollen das Taskforces sein von Wissenschaftlern, die sozusagen eigentlich woanders beschäftigt sind, dann aber situativ sich dafür zusammenfinden? Teils, teils. Also was beispielsweise die Modellierung angeht, hielt ich es für richtig, dass man ein richtiges nationales, also Zentrum für Modellierungen von Infektionskrankheiten aufbaut, wo dann tatsächlich auch Leute Professuren haben, fest angestellt sind, ein richtiges Forschungszentrum. Das kriege ich nicht hin, also wenn Leute zusammenarbeiten aus unterschiedlichen also Bereichen. Da müsste man wirklich. Das Gleiche gilt auch für also die Entwicklung von Impfstoffen. Also, das ist also sozusagen, du forderst eigentlich die Einrichtung einer nationalen Impfstoffforschungs- und Entwicklungseinheit. Genau, kann man so sagen. Mhm. In Amerika gab es das auch, also der Moderna-Impfstoff zum Beispiel, der ist entwickelt worden, also in dem also Moderna zusammengearbeitet hat mit also einem für Infektionskrankheiten und Allergien zuständigen, also Teil des NIH. Mhm. Das ist also quasi eine staatliche Einrichtung, die auch Forschung macht, aber auch Forschung bezahlt, und in der Kooperation, also ist der moderne Impfstoff entstanden, einfach ausgedrückt. Und wir könnten uns so etwas auch leisten. Wir könnten im Was Prinzip, kostet sowas? Also es ist schwer zu sagen, da möchte ich ungern jetzt also eine also Hausnummer nennen, aber das sind nennenswerte Beträge, das ist ganz klar. Also wenn wir quasi also eine Arbeitsgruppe haben wollen, ein Zentrum haben wollen zur Entwicklung von Impfstoffen, dieses Zentrum kann dann übrigens mit Firmen zusammenarbeiten. Das bedeutet nicht, dass das Zentrum quasi also in Konkurrenz zu den Firmen steht, sondern es kann in Kooperation mit den Firmen zusammenarbeiten. Aber das wäre Gold wert, dann wäre man in der Lage, innerhalb von kurzer Zeit Impfstoffe zu entwickeln. Die Beschleunigung der Impfstoffentwicklung ist rasant, und wir wissen jetzt sehr viel besser, wie es geht, und diese, sagen wir, Erkenntnisse, dass man schnell Impfstoffe entwickeln kann, diese Erkenntnisse, die sollten wir auch für Deutschland nutzbar machen. Karl, danke. Birkan, du bist immer noch in der Leitung, ne? Ich habe noch gar nicht Tschüss gesagt. Aber danke, und also danke für deine Fragen, deinen Input, dein Interesse. Tschüss, Birkan. Danke für die Antworten. Ciao. Wir brauchen die Leitung nämlich jetzt. Wir haben nur eine. Wir sind ein kleines Studio hier mit nur einer Leitung für die nächste Anruferin, den nächsten Anrufer. Karl, eine Frage, die im Chat gestellt wird, im letzten längeren Gespräch mit Thilo, da hattest du gesagt, du seist dir sicher, dass das Virus, also SARS-CoV-2, nicht aus einem Labor stamme. Bist du immer noch so sicher, nach den auch, was man so hört aus US-Geheimdienstkreisen? Also ich halte es nach wie vor für sehr unwahrscheinlich. Ich halte es nach wie vor für extrem unwahrscheinlich. Das Virus hat extreme Ähnlichkeit mit Viren, die in der Natur vorkommen. Und die also Möglichkeit, also, dass es ein Laborfehler gewesen ist, die ist nicht komplett ausgeschlossen, aber ich bin nach wie vor der Meinung, es nicht. Nee, es braucht es nicht. Auf der anderen Seite, es gab nun diese Berichte, dass in einem engen Zeitraum mehrere Labormitarbeiter sozusagen ziemlich gleichzeitig krank gewesen sind mit Symptomen, die denen von Covid-19 ähneln. Das sagt uns nichts? Ich kann es schlecht einschätzen, muss ich offen sagen. Also ich habe das gelesen, aber das würde ja also im Wesentlichen wie folgt dann zu interpretieren sein. Nur weil also drei also Mitarbeiter im Labor eine also Lungenentzündung gehabt haben, darauf läuft es ja hier hinaus, sagt man also, dass dieses Virus aus dem Labor gekommen ist. Das also ist für mich einfach noch immer zu, wie man sagen würde, circumstantial. Mhm. Also es sind also zu zufällig. Das sind Umstände, von denen man was ablenkt. Man braucht also einfach nicht, also tatsächlich, also der genetische Code von SARS-CoV ist so nah an also uns bekannten
also von Tieren weitergegebenen Varianten, dass ich nach wie vor also überrascht wäre, wenn es so wäre. Hm. Gut, wen haben wir denn jetzt in der Leitung? Denn ich höre einen Menschen atmen. Hallo. Hallo. Hallo Jan, hallo Hans, hallo Karl, hier ist der Martin. Martin? Ja? Ja, genau, Martin. Schieß los. Ja, ich würde eigentlich gerne über das Thema Sportvereine in der Corona-Pandemie sprechen. Aber ich würde, glaube ich, noch gerne noch ein paar Worte zu meinem Vorredner sagen, zu dem Thema, was da gerade besprochen worden ist. Mhm. Wenn das in Ordnung ist. Ja. Weil ich sehe das ein bisschen anders. Die Idee, die Karl hatte, fand ich ganz gut, dass es eine medizinische Surveillance-Gruppe gibt. Aber ich denke mal, es gibt eigentlich schon alle Mittel in Deutschland, die man hätte nutzen können. Es gibt ein Bundesamt für Bevölkerungsschutz, die ist eigentlich für genau sowas vorgesehen. Aber es hat irgendwie keine Kompetenz und deswegen ist es nicht zum Einsatz gekommen. Und zum anderen, es gibt kritische Infrastruktur in Deutschland. Die müssen sich regelmäßig zertifizieren lassen. Und da gibt es auch so eine Handlungsanweisung, wie in Notfällen und in Krisen gehandelt werden muss und was dafür vorgesehen müssen für Organe, Krisenstäbe etc., wie die zu handeln haben. Also eigentlich gibt es eigentlich schon eine Blaupause, wie auch der Staat vorgehen kann, wenn Krise ist und entsprechend so handeln. Was sagst du dazu? Wir haben schon alles. Also wir haben Zuständigkeiten, aber das ist ein Riesenunterschied, ob ich eine Zuständigkeit habe oder ob ich tatsächlich die Infrastruktur habe, die ich benötige. Zum Beispiel für Viren-Surveillance muss ich halt flächendeckend, also immer wieder auf Grundlage von Stichproben, die ich also präzise auswerten, muss ich Überwachung machen, PCR-Überwachung machen. Das also ist teuer, das ist keine Kleinigkeit, das muss organisiert sein, das muss so gemacht werden, dass es auch aussagefähig ist und, und. Und das also ist ein Unterschied, ob ich so etwas systematisch mache oder ob ich sage, das ist im Prinzip erlaubt oder möglich in dem Sinne. Wir haben das selbst in den Beginn der Pandemie hinein nicht gemacht, also weil wir schlicht und ergreifend die also Ausgaben dafür nicht also tätigen wollten. Und das ist dann geändert worden. Das, also tatsächlich hat Christian Drosten das dann mit seiner Beratung durchgesetzt, dass wir einfach sehr viel mehr sequenziert haben und so uns. Was heißt sequenzieren? Das Genom sequenziert, sodass also man also verfolgt, genau, woher kommt es? So, genau, dass man also sozusagen, dass man unterschiedliche Varianten also eines Virus also identifizieren kann. Und am Anfang ist das viel zu wenig gemacht worden und in England wird das im großen Stil gemacht und also ein Wissenschaftler, deutscher Wissenschaftler, Rolf Abweiler, der also in UK also tätig ist an der Oxford-Uni, der hat dann hier noch versucht zu helfen, also so etwas aufzubauen, sodass es dann in Baden-Württemberg im größten Stil gelaufen ist. Somit, schnelle Antwort ist, also im Prinzip war alles möglich, aber die Ressourcen waren nicht da, die Manpower war nicht da und auch das Geld war nicht da zum Teil. Martin, deine Frage, das hattest du ja schon gesagt. Deine eigentliche Frage ist aber eine andere. Sport. Genau. Ja. Genau, also. Sport. Ich möchte mit Karl vielleicht über Tischtennis sprechen, ist ja auch sein großes Hobby. Und ich möchte vielleicht mal ein bisschen berichten, so wie das Pandemieleben in so einem Sportverein ist momentan. Die Politik hält immer ganz groß hoch. Vereine sind der Kitt der Gesellschaft. Ich habe so das Gefühl, dass die letzten 15 Monate völlig unter die Räder gekommen sind. Ich wohne im Kreis Heinsberg zum Beispiel. Ich fange direkt mal an, wie das bei uns gestartet ist. Ich wohne im Kreis Heinsberg. Das ging das dann natürlich relativ früh los mit dem Virus. Bei uns war direkt an dem Dienstag, Karnevalsdienstag, alle Hallen zu vom Kreis. Und ich habe mich dann direkt am Mittwoch mit Pandemierassismus beschäftigen müssen. Und zwar am Wochenende ist dann immer Meisterschaftsspiele und der Ort, gegen den wir spielen sollten, der ist 13 Kilometer davon entfernt und der sagte, gegen den Verein möchten wir nicht spielen, weil der in Kreis Heinsberg ist. Dabei ist der Nord näher an uns dran, an dem Ort, als das Epizentrum Gangelt. Und jeder weiß ja mittlerweile oder hätte auch schon vorher wissen müssen, das Virus kennt keine Grenzen. Ja. Martin, kleiner technischer Hinweis. Kann sein, dass du dein
Telefon ein bisschen viel bewegst. Das gibt manchmal so leichte Schabegeräusche. Also wenn es irgendwie geht, möglichst ruhig halten. Ich nehme einfach diesen Kernsatz von dir auf, dass du sagst, erstens, Sportvereine sind eine Art Kitt, ein Zusammenhalt der Gesellschaft. Und das erodiert, diese Zusammenhaltfunktion konnte unter Pandemiebedingungen nicht mehr hinreichend wahrgenommen werden. So, du hast das angesprochen. Karl ist selbst aktiver Sportler, Leistungs-Tischtennisspieler, fast hätte ich gesagt, Ping-Pong. Erstens, du wirst es nachvollziehen können. Zweitens, hätte es besser sein können, Karl, oder war das jetzt unvermeidlich, wie es gelaufen ist? Ja, es war tatsächlich unvermeidlich, weil der Hallensport auf engem Abstand, also bei der Aerosolübertragung, dazu geführt hätte, dass sich zahlreiche Sportleute infiziert hätten. Das ist leider so. Also Sport, das starke Ausatmen führt dazu, dass ein Superspreader viele Leute infiziert. Wenn dann noch wenn man dann noch gemeinsam in einen Duschraum geht oder wenn man also in die Umkleidekabine geht, es war einfach zu gefährlich. Somit, dass der Sport relativ rasant dann runtergefahren werden musste, das also war notwendig. Das hat viele Fälle verhindert. Man muss auch nachträglich danken. Viele Sport, Infektionsfälle. Ja, das hat viele Infektionsfälle verhindert. Sonst hätten wir in diesen Bereichen mehr Infektionen gehabt und das also. Ist wirklich, also das war bitter, aber es war notwendig. Mhm. Martin? Ja, die Einschätzung teile ich nicht. Wir haben beim Neustart letztes Jahr relativ viel Luft gelassen in der Halle und Tischtennis war ein kontaktloser Sportart. Man hat durch den Tisch fast über 1,50 Meter Platz zu seinem Gegenüber. Auch zu anderen Tischen haben wir relativ viel Platz gelassen. Ich denke auch selbst eingeschränkt mit nur 2 oder 4 Leuten in der Halle wäre in den letzten Monaten eingeschränkt Training möglich gewesen. Und haben es eh schon schwer gehabt ja. Und ich denke mal, es wird jetzt noch schwerer werden. Ich finde, da muss sich die Politik jetzt mal was einfallen lassen. Ja. Also gut, wir haben jetzt sozusagen zwei Auffassungen, die da aufeinanderprallen. Du sagst, es wäre mehr drin gewesen, es ist eigentlich genug Abstandsmöglichkeit da gewesen. Karl sagt, nee, wäre zu riskant gewesen und so weiter. Das steht ja, das kann man jetzt, glaube ich, gar nicht ausdiskutieren. Aber der letzte Punkt, den du eben genannt hast, es war schon schwer genug und es wird jetzt noch schwerer. Ist das so, Karl, oder ist es so, dass dadurch, wir haben ja im Moment einen Rückgang der Infektionen, wir werden jetzt, beim Hallensport werden wir eine Renaissance sehen, das ist ganz klar, in der Kombination Geimpfte, Genesene und Getestete, da kann man den Hallensport wieder öffnen, das wird auch in den nächsten Wochen zunehmend kommen. Mhm. Also die Sportsleute, die bisher durchgehalten haben, denen ist zu gratulieren, da kann man dankbar sein. Wir werden wieder antreten, das ist ganz klar. Und wie gesagt, testen ist notwendig. Hallenbegegnungen, die sind dann von Bedeutung, wenn ein Superspreader dabei ist, der quasi sehr viel Aerosol ausatmet und viele Leute infizieren kann. Wenn aber mit einem Schnelltest getestet worden ist, dann werden die Superspreader fast alle zuverlässig identifiziert und dann ist das gut. Also deine Prognose für, ich weiß nicht, wann das beginnt, Sommer, Ende des Sommers zum Herbst hin, sagst du, da wird Hallensport zu 80-90, wie viel Prozent wie früher sein? Im großen Stil möglich sein. Wie gesagt, in der Kombination getestet, genesen, geimpft. Mhm. Martin, ich muss dich jetzt ein bisschen früher hier rausnehmen aus der Leitung, weil die Tonqualität ist einfach nicht so toll, aber ich glaube, dein Punkt ist angekommen und am Ende werden wir es sehen, ob du hast mit deinen Bedenken oder ob Karl mit seinem Optimismus dann recht hat. Ich wünsche mir ja, dass der Optimismus dann der richtige ist. Könnte ich noch einen Punkt setzen? Ja. Da halt Karl auch in der Politik unterwegs ist, wenn man sich die Impfkampagne momentan vom Gesundheitsministerium anschaut, ich würde mir wünschen, dass das dann auch nach der Pandemie gleichfalls so im sportlichen Bereich als auch vielleicht in der Ernährung investiert werden könnte. Mhm. Also für gesündere Ernährung sozusagen. Und Bewegung, genau. Ja, okay. Ja. Gut, Martin, danke für die Anregung. Ich meine, gesunde Ernährung ist bei dir sowieso ein Thema, nicht? Ja, richtig.
bestimmte Gewürze oder Sachen nimmst du gar nicht. Ist das richtig? Kein Salz, genau. Kein Salz, ja. Ich verzichte auf Salz, genau. Wie machst du das beim Schwitzen? Wo kommt das Salz her? Ja, also ein bisschen Salz ist ja in allem drin, von daher alles gut. Okay, gut. Haben wir schon eine ja, also ich dachte, ich hätte schon gesagt, Martin, dankeschön, tschüss. Mach's gut. Ciao. Und wir wünschen dir erfolgreiche Turniere. So, das war Martin. Wann hast du das letzte Mal an der Platte gestanden? Ist schon eine Zeit lang her. Ja? Ja. Warum? Keine Zeit oder? Im Moment, also genau, keine Zeit. Mhm. Ich habe, während das nächste Gespräch aufgebaut wird, ich habe noch eine Frage, die bezieht sich auf das, was du vorher gesagt hast. Also Aufbau von Kapazitäten, Strukturen, auch Vorhalten von Produktionsstrukturen. Wir hatten ja die Frage, ob der Lizenzfreigabe auch temporär, die ja immerhin dazu hätte führen können, dass Produktion von Impfstoffen an anderen Orten der Welt, die die Struktur dazu hätten oder hätten aufbauen können, gelaufen ist. Ich glaube, auch du hast dagegen gestimmt, gegen die Freigabe der Lizenzen, oder? Ja, also einfach ausgedrückt ist das so. Wobei im Prinzip, also es war hier also etwas kompliziert, dass die Art und Weise, wie die Lizenzen freigegeben sind. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass die Lizenzen also für den Notfall von ärmeren Ländern benutzt werden dürfen. Das, grundsätzlich bin ich dieser Meinung. Also daher ist es also. Haben wir einen Notfall? Wir haben auf jeden Fall derzeit einen Notfall. Für die Dauer des Notfalls, also ist es auf jeden Fall. Da, also unter diesen Bedingungen wärst du eigentlich für die temporäre Freigabe. Temporäre Freigabe, unter bestimmten Bedingungen muss abgesichert sein. Ja. Die Bundesregierung aber hat sich dagegen auch auf der internationalen Ebene massiv gesperrt, obwohl die USA dazu bereit gewesen wären. Falsche Entscheidung? Was heißt falsch? Also ich persönlich hätte es richtig gefunden, wenn man den ärmeren Ländern jetzt diese Möglichkeit gegeben hätte. Das ist einfach so die Position, die war aber nicht durchsetzbar und an wem ist es gescheitert? Ganz unterschiedlich. Also auf jeden Fall gab es also eine, es gab einfach also in der Bundesregierung gab es eine Überzeugung, dass man damit den Forschungsanreiz so zerstören würde, dass nicht mehr ausreichend Forschungsanreiz für die nächste Pandemie vorläge. Kannst ich persönlich du als Wissenschaftler denk, das nachvollziehen, das Argument? Was heißt nachvollziehen? Also, oder hältst du es für stichhaltig? Das sind ja Argumente, die nie wirklich getestet werden, die man nicht empirisch belegen kann. Aber arbeiten wir Wissenschaftler sind in einer, so? Wir sind in einer Notsituation, das ist ganz klar. Wir sind in einer Notsituation, in einer solchen Notsituation. Ist es auch richtig, dass zum Beispiel die Messenger-RNA-Impfstoffe nicht produziert werden könnten ohne die Hilfe der Firmen. Mhm. Also das wird kaum eine Rolle spielen, aber trotzdem, es gibt andere Impfstoffe, die jetzt kommen, die also ärmere Länder produzieren könnten und daher wäre ich da der Meinung, dass wir in dieser Notsituation den ärmeren Ländern auch die Möglichkeit geben sollten, diese also Produktion für sich selbst aufzubauen, selbst dann, wenn dies das vorübergehende Aussetzen der Patente zur Folge hat. Wie mächtig ist die Pharma-Lobby bei der Verhinderung solcher im Grunde nachvollziehbaren Notfallmaßnahmen? Es ist schwer zu sagen, also wer hier wie gewirkt hat. Also einige der großen Pharmafirmen waren ja damit einverstanden, zum Beispiel Moderna in den Vereinigten Staaten. Aber Pfizer-BioNTech nicht. Pfizer-BioNTech nicht, genau so ist es. Aber ich finde es also okay, dass Pharmafirmen hier für ihre Position klar einstehen, ohne Wenn und Aber. Das also kann aber nicht für uns bestimmend sein. Und ich glaube, dass tatsächlich also auf Regierungsseite die meisten, die also sich klar dafür ausgesprochen haben, dass die Patente stehen bleiben, dass die das auch aus, sagen wir mal, innerer Überzeugung richtig gefunden haben. Das spielt die Rolle, dass Angela Merkel mit den Firmenchefs von BioNTech im direkten persönlichen Kontakt auch stand, hat das eine Rolle gespielt? Ja, ich bin ganz sicher, dass sie sich, also sie hat sich informiert, weshalb also BioNTech also diese Position vertritt. Also ich glaube, dass das vollkommen legitim ist. Ich bin auch mit einigen dieser Firmen im direkten Kontakt, bin aber anderer Meinung. Somit da ist die Tatsache, dass man mit den Pharmafirmen direkten Kontakt hat,
das ist nicht kriegsentscheidend. Also das nach der, nach der gleichen, wenn das die Logik wäre, dann also hätte ich, dann müsste ich auch anders über die Dinge nachdenken. Okay. So, wir haben eine neue Anruferin, einen neuen Anrufer. Hallo, wer ist da? Ja, moin, hier ist Klaas. Klaas, hallo. Ja, ich komme aus Hamburg, ich bin 19 Jahre alt und ich mache momentan meinen Bundesfreiwilligendienst in der Wohnungslosenhilfe in Hamburg, genau zu sein bei der Bahnhofsmission in Hamburg. Habe da im Prinzip im Corona-Sommer angefangen im August und ist seitdem halt für mich persönlich ein sehr wichtiges Thema geworden und auch über die Arbeit habe ich mich viel damit informiert und viel Sachen dazu gelesen. Und ich wollte, also genau mein Aufhänger, warum ich mich beworben habe, war halt vor allen Dingen jetzt eigentlich die Nummer mit Herrn Spahn, dass er die minderwertigen Masken unter anderem halt auch an Obdachlose verteilt hat. Aber generell wollte ich mich einfach über die Situation während der Corona-Pandemie von Wohnungslosen unterhalten, weil ich finde, dass da die Politik zu wenig tut. Also erst überhaupt keine oder so gut wie gar keine Masken an die Wohnungslosen verteilen. Also zum Beispiel, warum musste Thilo Masken spenden? Warum hat da die Regierung nicht eingegriffen zum Beispiel? So. Und jetzt wollen sie denen auch noch die minderwertigen Masken andrehen. Mhm. Also du greifst jetzt nochmal das Thema auf, das wir eben schon hatten. Was sagst du oder was würdest du gern, Karl, mit jemandem besprechen, der sozusagen Praxiserfahrung in diesem Bereich hat, wo die Not tatsächlich greifbar ist, weil da einfach Menschen sind, die sind obdachlos, die haben keinen eigenen Wohnraum, die gehören zu den sozial besonders vulnerablen Gruppen. Was hat da und warum hat Politik da was versäumt? Ja, erstmal finde ich es großartig, dass Klaas das macht, das ist das Entscheidende. Und was heißt Politik versagt? Ich glaube, dass die Städte da sehr unterschiedlich vorgegangen sind. Also die Städte haben sich sehr unterschiedlich darum gekümmert, also wie also obdachlose Menschen mit also Wohnungsmangel, wie diese Leute untergebracht werden konnten. Es gab Städte, die haben quasi Obdachlose sogar in Hotels untergebracht. Es gab Städte, die haben Masken verteilt, die sind zu den Obdachlosen hingegangen und haben Masken quasi ausgehändigt. Somit ist es von Stadt zu Stadt unterschiedlich gewesen. Ich wäre daher vorsichtig zu sagen, Politik hat ganz grundsätzlich versagt, sondern es gab also solche und solche. Ich wüsste Städte, die haben das besser gemacht, ich wüsste Städte, die haben es schlechter gemacht. Und grundsätzlich ist das Problem die Obdachlosigkeit selbst. Das ist ja das Problem. Und dass also die Menschen mit Obdachlosigkeit jetzt also unter der Pandemie nochmal besonders gelitten haben, ist bestürzend. Aber wir müssen Obdachlosigkeit ganz grundsätzlich bekämpfen. Das Problem ist nach wie vor ungelöst. Die Zahl der obdachlosen Menschen steigt ja sogar in Deutschland. Und es sind oft Menschen, die psychisch krank sind, die eigentlich gar nicht obdachlos sein dürften. Das ist also bestürzend, was sich dort auf der Straße mittlerweile abtut. Es gibt auch viel Gewalt auf der Straße. Das ist so ein so großes Paket von Problemen, dass ich das ungern jetzt reduzieren würde, um nochmal über, sagen wir mal, Spahns Maskenverteilung zu reden. Klaas? Ja, also im Prinzip war das auch nur mein Aufhänger, warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, Sie das mal zu fragen, aber diese Masken sind natürlich nur ein ganz kleiner Teil des Problems. Also zum Beispiel, ich kann halt vor allen Dingen aus Hamburg reden, so, weil, wie Karl schon meinte, es halt wirklich in vielen Städten sehr unterschiedlich war. Ich würde jetzt so im Schnitt schon sagen, dass die Politik eher versagt hat, aus meiner Perspektive. Und gerade in Hamburg haben wir das einfach ganz extrem gemerkt. Also bei uns die Winternotprogramme waren halt, da war der Infektionsschutz sozusagen, dass man von 8 Leuten pro kleines Zimmer auf 6 Leute pro kleines Zimmer untergeht. Also das ist halt kein Infektionsschutz. Generell sind die Leute auf der Straße ja grundsätzlich viel, viel gefährdeter. Und trotzdem wurden die Wohnungslosen jetzt erst geimpft. Also Mitte Mai ging es in Hamburg los. Ich glaube, die Priorisierung war ja auch relativ bundesweit. Da gab es natürlich ein paar Änderungen immer. Aber generell wurden die ja sehr, sehr niedrig auch priorisiert erst. Also ist schon mal gut, dass sie überhaupt priorisiert wurden, muss man natürlich sagen. Und trotzdem
sehe ich da schon ein gewisses Versagen, weil da einfach viele, viele ältere Menschen sind und es auch für die sehr unbürokratisch gehen musste, weil man sie sonst gar nicht geimpft bekommt. Es gibt auch immer noch viel Skepsis gegenüber dem Impfen. Ja. Klaas, ich danke dir dafür, dass du diesen Punkt nochmal reingebracht hast. Wir hatten ihn vorher schon, glaube ich, angesprochen und ihr teilt da, glaube ich, dieselbe Position und Kritik. Ja. Und ich kann jetzt nur sagen, danke und mach weiter. Klaas? Jo, tschüss. Alles klar. So, wir haben, ich glaube, ich weiß, wer du musst in 10 Minuten weg, Karl, haben wir besprochen und ist versprochen. Ich hoffe, wir kriegen noch eine Anruferin, einen Anrufer rein. Thilo, ist dauert noch ein bisschen. Wie ist es gerade dieser Aspekt der besonders vulnerablen Gruppen? Ist eigentlich in der Pandemie ein Bewusstsein dafür entstanden, dass diese Gesellschaft nicht nur, weil sie älter wird, sondern auch, weil sie sozial doch eben sehr stark hierarchisch gegliedert ist, dass wir eigentlich vermutlich mehr sogenannte vulnerable Menschen in dieser Gesellschaft leben haben, als welche, wo alles easy peasy ist? Ist das gewachsen oder wird das jetzt wieder verdrängt? Das ist nicht gewachsen und ich glaube, das gehört zu den großen Versäumnissen in der gesamten Pandemiebewältigung. Das müssen wir uns alle auch quasi vorwerfen. Was also passiert ist, wir haben sehr, sehr wenig beachtet, wer sind eigentlich die Leute, die sterben. Mhm. Also woher kommen die? Wo leben die? Was haben die für berufliche Hintergründe? Wir haben einfach nur darauf geachtet, wie alt sind die Sterbenden. Wir haben aber nicht wirklich darauf geachtet. Wir haben quasi gedacht, okay, hier sterben die Alten und hier sterben diejenigen, die in Pflegeeinrichtungen leben. Zum Teil wurde es sogar so dargestellt von einigen Wissenschaftlern, dass wenn es ein Problem wäre, in den Pflegeeinrichtungen die sterben. Dabei ist das also ein groteskes Versagen gewesen, dass uns so viele Menschen in den Pflegeeinrichtungen gestorben sind. Das muss man sagen, das ist auch schwierig zu begründen, aber lange Rede, kurzer Sinn. Später haben wir gesehen, dass also Einkommensschwäche, Menschen, die also aus Stadtteilen kommen, wo also wenig Wohnraum ist, wo also auf engem Raum zusammengelebt wird, wo Familien auf engem Raum wohnen, wo Menschen arbeiten, die nicht also auf das Homeoffice zurückgreifen können, dass dort die Übersterblichkeit gewesen ist. Wir haben also relativ spät gesehen, dass quasi also die Leute, die geimpft werden, sich kategorisch unterscheiden von denjenigen, die also auf der Intensivstation liegen. Und da glaube ich, wird noch viel aufzuarbeiten sein, dass wir tatsächlich im Rahmen der gesamten Pandemie viel zu wenig auf den Faktor soziale Ungleichheit geachtet haben, viel zu wenig darauf geachtet haben, wer sind diejenigen, die hier sterben, die betroffen sind und wer sind diejenigen, die im Prinzip also relativ geschützt durch die Pandemie gehen. Da ist viel zu wenig passiert. Wir haben eine Anruferin zum Abschluss oder einen Anrufer. Hallo, wer ist da? Hallo, ihr beiden. Hier ist der Nico. Grüß Nico, euch. Ja? Ja, genau. Schieß los. Karl, es war heute schon einigermaßen persönlich, als es um deinen Listenplatz ging. Jetzt wird es vielleicht noch ein bisschen persönlicher. Würde mich trotzdem freuen, wenn du dazu irgendwas erzählen kannst. Es wurde ja kein Politiker in der gesamten Pandemie, vielleicht mit Ausnahme von Jens Spahn, so angefeindet wie du. Und du hörst nicht auf, auch nach Mitternacht noch Studien zu erklären auf Twitter und dich in jede Talkshow zu setzen, auch heute Abend wieder. Wie hältst du das aus? Was lässt dich dabei so ruhig bleiben? Was motiviert dich, immer wieder den Leuten auch zum 10. Mal von vorne zu erklären, warum eine Pandemie und auch der Coronavirus gefährlich ist? Also zunächst vielen Dank. Was mich durch die gesamte Pandemie hinweg motiviert hat, ist quasi der Wunsch, einen Beitrag zu leisten, dass es nicht so schlimm wird, wie es kommen könnte. Ich habe einfach schlicht und ergreifend versucht, mich so gut wie ich konnte nützlich zu machen mit dem, was ich glaube, was ich gut kann. Ich glaube, dass ich ganz gut daran bin, also die Studienlage auszuwerten, dass ich ganz gut darin bin, mit anderen Wissenschaftlern Dinge abzuschätzen, dass ich auch ganz gut daran bin, also diese Erkenntnisse in politisches also Handeln zu übersetzen. Das ist einfach die Kombination, die ich also mitbringe, Wissenschaftler zu sein, aber auch erfahrener Politiker. Und da habe ich mir gedacht, wo kann ich hier einen Unterschied machen, wo kann ich mich einbringen? Und dafür habe ich gearbeitet und gekämpft, das habe ich aus Überzeugung gemacht.
Und ich habe das nicht gemacht, also um irgendjemandem zu verbringen oder so. Ich habe das auch nicht gemacht, um irgendetwas zu erreichen, also um irgendwas zu bekommen dafür, sondern ich habe es einfach gemacht aus der Überzeugung, das ist jetzt eine nationale Notlage und in dieser nationalen Notlage muss jeder das einbringen, was er kann, und das habe ich versucht. Nico, du gehörst aber, ich will das mal fragen, nicht irgendwie sozusagen zu einem erweiterten Mitarbeiter oder Fanclub Karl Lauterbach, der sagt, jetzt wollen wir mal so ein bisschen feiern. Nee, wenn es ein Mitarbeiter gewesen wäre, wäre es kritischer ausgefallen. Das ist. Nein, mich interessiert das wirklich ganz persönlich, weil ich würde auch ganz gerne wissen, wie man da so ruhig bleiben kann. Ich meine, die Anwürfe sind ja zum Teil sehr persönlich unter der Gürtellinie. Da wird die Qualifikation angezweifelt und jedes Wort dreimal umgedreht. Und mich interessiert da, wie man zu so einer Art zen-artiger Gelassenheit kommt und ob dir dein Umfeld vielleicht dabei irgendwie hilft. Ja, also diese zen-artige Gelassenheit, die gibt es in Wirklichkeit nicht. Das täuscht, aber also, ich versuche einfach mein Ding zu machen, fertig. Ja, noch was? Nein, das für mich bestätigt das ja nur, was ich auch schon in anderen Formaten von Karl Lauterbach gesehen habe. Vielleicht noch eins erweitert dazu. Wissenschaftskommunikation scheint ja da eines der großen Probleme überhaupt gewesen sein. Da gibt es also auch einige andere Journalistinnen und Journalisten, die sich da die Zähne dran ausgebissen haben, den Leuten zu erklären, wie sowas wirklich genau funktioniert, wobei man Virusinfektionen in der Biologie lernen kann. Gibt es denn da vielleicht andere Sachen, die wir daraus lernen können, wie man Wissenschaftskommunikation generell besser macht? Ich meine, wir haben ja nun leider auf der politischen Landschaft nicht für jedes Problem einen Karl Lauterbach, der sich da hinhockt und auch internationale Studien auswerten kann. Also ich glaube tatsächlich, dass die Wissenschaftskommunikation in den letzten Monaten eine Blütezeit gehabt hat. Die also Wissenschaftsjournalisten, die hier in Deutschland am Start gewesen sind, die sind wirklich gut. Also wir haben bei vielen also Medien haben wir wirklich gute Arbeit gesehen, auch Arbeit, die sich richtig sehen lassen kann. Ich könnte da eine Reihe von Medien nennen, die also einfach sehr, sehr, sehr gute Wissenschaftskommunikation betrieben haben. Und von daher also ist der Wissenschaftsjournalismus aus meiner Sicht in Deutschland wirklich zur Höchstform aufgelaufen. Das war zum Teil sehr gut gemacht, sehr zutreffend, sehr gut recherchiert, sehr schnell. Da haben wir eine Menge gesehen. Nico, ich danke dir dafür und wir haben jetzt noch 2 Minuten, Karl. Dir wurde häufig vorgeworfen, Karl Lauterbach, diese ewige Cassandra, derjenige, der immer nur Panik macht, der immer mit Hunderttausenden von schwer erkrankten Toten in der Gegend rumläuft und dann kommt es am Ende doch nicht so. Also wie geht das bei dir, wenn du feststellen musst, ja, das, was ich vor 2-3 Monaten sozusagen als Worst-Case-Szenario genannt habe, gesagt habe, dahin kann es gehen, kam dann doch nicht. Ja. Zunächst, also ich glaube, dass diese Vorwürfe im Großen und Ganzen falsch sind. Ich habe zum Beispiel sehr früh darauf hingewiesen, dass wir die Pandemie durch eine Impfung besiegen werden. Das war längst nicht so klar damals. Es gab auch Wissenschaftler, die dagegen gehalten haben, die geglaubt haben, wir bekommen keine Impfung. Aber ich habe relativ früh mich festgelegt, also dass wir, ich hatte mich sogar also auf den Monat festgelegt. Ich hatte im August hatte ich also nochmal darauf hingewiesen, also wir werden im Januar einen Impfstoff haben. Mhm. War relativ fest davon überzeugt. Ich war auch davon überzeugt, dass wir also das Ganze im Großen und Ganzen im Juni besiegt haben. Daher also ist noch immer der angeheftete Tweet bei mir auf Twitter, dass wir einen super Sommer werden haben. Und so ist es auch. Der Sommer wird für diejenigen, die nicht erkrankt sind und die nicht, also sagen wir mal, in Folgen also der Pandemie leiden, wird es super sein. Gibt es eine vierte Sommer. Welle? Ich glaube, es wird eine kleine vierte Welle geben, aber keinen Lockdown mehr. Wir werden noch mal Probleme haben, aus meiner Sicht, also mit der indischen Variante. Ich glaube, dass die also auch in Deutschland noch eine kleine Rolle spielen wird, im Herbst. Aber wir werden durch die Kombination
dass wir dann lange Zeit geringe Fallzahlen hatten, sodass in dieser Zeit viele geimpft werden konnten. Und durch die hohe Impfbereitschaft, die wir in Deutschland aufbauen können, werden wir auch also im Herbst einigermaßen gut durchkommen. Kannst du ausschließen, dass es eine Variante gibt, eine multiple Variante, ist ja jetzt auch schon in der Diskussion, gegen die die bisherigen Impfstoffe und Impfungen weitgehend wirkungslos sind? Also kannst du das ausschließen? Ausschließen kann ich das nicht, aber es ist unwahrscheinlich. Also es ist unwahrscheinlich, weil wir also bei den Coronaviren sehen, die Veränderungen, die vorkommen, die sind fast immer an den gleichen Stellen. Und diese Veränderungen also senken die Wirkung der Impfstoffe ein bisschen. Aber wir kennen mittlerweile die typischen Plätze, wo sich also Mutationen im Genom abspielen, welche Rolle das, sagen wir mal, mechanisch dann hat für das Virus. Das sind immer die gleichen? Und das sind fast immer die gleichen. Das bedeutet nicht, dass da nicht noch Potenzial drin ist, aber das Optimierungspotenzial also von SARS-CoV wird langsam ausgereizt. Also hier diese indische Variante, die Delta-Variante, die ist nochmal, ich glaube, da hat das Virus nochmal alles versucht, also hat nochmal richtig Gas gegeben, aber so langsam, also glaube ich, ist das Virus am Ende seines Lateins. Wir sind am Ende unserer Sprechzeit. Karl, danke dir dafür. Einen Programmhinweis verbinde ich mit einer Frage. Am Donnerstagnachmittag macht Thilo im Format Jung und Naiv ein Gespräch zum Thema deutsche Wohnen enteignen. Da geht es um, hatten wir eben auch schon gestreift, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Bist du dafür, dass große Wohnungsbaukonzerne, wenn sie im Grunde ihrer Sozialbindungspflicht nicht nachkommen, zweifelsfrei enteignet werden sollen? Also wenn sie der Sozialbindungspflicht nicht nachkommen und sich also somit so verhalten, dass der Gewinn im Vordergrund steht und die Menschen, die dort leben, quasi in Terror leben müssen, dass sie den Wohnraum verlieren können, weil sie es nicht mehr bezahlen können, dann wäre ich für die Enteignung auch. Aber wie gesagt, wenn das abgewendet würde, indem durch Regulierung sichergestellt werden könnte, dass die Wohnungen gepflegt werden, dass die Preise nicht steigen, dass wenn also solche Konzerne sich so verhalten würden wie sozialer Wohnungsbau, dann könnte man es lassen. Ist denn aber so eine Regulierung realistisch? Wir haben erlebt jetzt beim Berliner Mietendeckel, dass das Verfassungsgericht sagt, sorry Leute, ist nicht. Wenn die Alternative die Enteignung ist, dann werden die Konzerne sich bewegen. Von daher muss auf jeden Fall über die Enteignung auch nachgedacht werden. Also Enteignung muss als letztes Mittel, wenn es zu keiner richtigen Regulierung kommt, dann muss das natürlich auf dem Tisch sein. Karl, danke schön. Danke auch. Danke euch. Danke für eure Fragen, für euer Interesse, wie ihr dieses Format unterstützen könnt. Wisst ihr, seht ihr gleich im Abspann. Weise nochmal darauf hin, neue Kolumne von Rosa. Heute Abend auf Jung und Naiv über Arbeitsbedingungen und die reale Situation in der Altenpflege. Ernüchternd, zum Teil bestürzend. Lest euch das durch. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Schönen Abend noch. We'll be right back.